Gars am Kamm, 14. Juli 1989. Hirko und Heinz Holecek. Sagen Sie einfach, was ich, das ist ja ein Blödsinn, oder? Da stößt man sich immer da auf. Da kommt er extra raus, ich fahre nach Gas. Und überall ist der Dunkel. Ganz dunkel ist ein Gas, wo man hinkommt. Aber Sie fahren doch da in den Schacht. Was in den Schacht? Ja, das ist ja. Schauen Sie, ich werde Ihnen was sagen. Ich meine, das ist ja nicht sehr gemütlich. Ich kann nicht länger warten. Ich kann auf den Holecek jetzt nicht länger warten. Bitte, ich habe ihm versprochen, dass ich sein Programm eröffnen werde, aber wenn er nicht da ist... Vorsicht, Herr Bürgermeister, stolpern Sie nicht über das Kabel. Das ist eine Schnapsidee, in einer Ruine eine Bühne hinstellen, sowas blöds. Bei uns in Wien stehen die Ruinen höchstens auf der Bühne. So. Schauen Sie, das ist alles prickelt da oben. Da ist die Schere, Herr Bürgermeister, aber es ist draußen wirklich kein Bandel zum Durchschneiden. Nicht, wird sich da belehren, ja, bei einer Eröffnung wird immer was durchgeschnitten. Lass uns mir mal probieren, ob die Schere schneidet. Marat Josef, nicht, das ist ein Stromkabel. Was? Ein Strom? Das ist eine Fahrlässigkeit. Aber kein Wunder, in einer Ruine muss ja alles sein. 3 Minuten warte ich noch, aber dann, wenn er nicht kommt, das schaut, dass meine Frau
auch nicht alles. Sonst hätten wir zwei inzwischen ein bisschen was gesungen oder rezitiert. Soviel ich weiß, macht sich der Herr Holzschek die Parodien aber selber. Wissen Sie was, kümmern Sie doch lieber, dass der Kerl endlich daherkommt. Ich muss mich heute noch in zwei Altersheimen fotografieren lassen. In Stadlau einen Fahrradständer eröffnen und um 11 geht meine Maschine nach Hongkong. Na, soll ich Ihnen einen Sessel bringen, Herr Bürgermeister? Ja, es war ganz gut, aber bringen Sie mir lieber zwei Viertel Wein. Das war gescheiter für alle Fälle. Ja, na sofort, Herr Bürgermeister. Und die Schere, nimm ihn wieder mit, sicherheitshalber. Das ist halt so gewohnt, wollt ihr einen Invaliden retten, dass wir machen? Um Gottes Willen! Jetzt hast du mich gestoßen! Hilfe! Da muss ein Arzt hin! Hilfe! Sanität! Oh, eine tragbare! Herr Bürgermeister, sind Sie noch bei sich? Sind Sie noch bei Ihnen? Herr Bürgermeister, bitte! Ja, was ist denn? Eine bare Sanität! Sehr, sehr liebe Garserinnen. Und liebe Garser. Meine sehr verehrten Camper, ich heiße Sie herzlich willkommen. Aber das heißt doch Camper. Und außerdem gibt es doch ein deutsches Wort dafür. Campierer. Also bitte, mein Kegelbein, die Leute, die campieren doch nicht hier, sondern sie wohnen da. Die Einheimischen und die Fremden, nicht? Ja, also. Die Gäste. Entschuldigen Sie vielmals, meine Damen und Herren, aber meine sehr lieben Garserinnen und Garser. Es geht uns immer so, wenn wir gemeinsam auftreten. Er weiß alles besser und er drängt sich sofort in den Vordergrund. Also verzeihen Sie, meine Herrschaften, ich meine, die Christine Jirkes ist eine wirklich besonders liebe Parodistin, eine fabelhafte, eine ausgezeichnete Partnerin, aber es ist wirklich furchtbar schwer, mit ihr auszukommen. Es ist halt immer sehr, sehr schwer, mit ihm auszukommen, weil er halt so handelt und eigensinnig und jedes Mal, wenn wir empfindlich also zusammen auf die Bühne gehen. Es kann nur einer reden. Du sagst es. Also bitte habe die Liebenswürdigkeit. Ja, die könntest du auch du haben, die Liebenswürdigkeit. Ja, also schon gut, schon gut. Bitte schön, ich gehe, meine lieben Garserinnen und Kemptaler. Ich überlasse Sie jetzt der Christine Jirko. Sie werden schon sehen. Nein, Ponzo, ich will dich nicht vertreiben. Meine Damen und Herren, der heutige Abend beginnt mit Heinz Holzschek. Schon gut, schon gut, schon gut. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit Heinz Holzschek. Also bitte. Ja, was ist denn? Wieso gehst du nicht auf die Bühne? Ja, aber du hast doch gesagt, dass du Also bitte warte. Aber jetzt bleibst du schön da.